Ja, also zur Sandmenschenzeit, diesmal sind wir schon ziemlich müd, ne? Müd und Müd. vollgefuttert. Genau, wir sind ja auch früh aufgestanden, weil unsere kleine Enkelin da war. So fing der Tag an. Da habe ich noch ein bisschen mit ihr gespielt. Die Barbara hat noch ein bisschen nachgeruht. Und ja, So das ist ging ja der schon. Tag ohne Mittagspause, aber die haben wir übersprungen. In Form eines Filmanschauens, eines familienfilmtauglichen Filmes, Schönes nennt sich Soul, Soul. ist von Disney 5 Jahre in Produktion gewesen, ist sehr einfallsreich gemacht, aber es bleibt wenig hängen, ne? Bleibt wenig hängen, zum Teil auch ein bisschen kompliziert. Ich bezweifle auch, ob es jetzt wirklich für die ganz Kleinen ab 0 Jahren, ob die da so viel verstanden haben. Ne? Es geht natürlich um Seelen, wo die Seelen hinwandern im Himmel. Und sie wanderten in diesem Fall in so einem, ja, Haben sich oder vertauscht, ne? vertauscht. Da gibt es ein Vorzentrum, wo die kleinen Seelen quasi sitzen, die zur Erde abkommandiert werden und sich dann dort einen Körper suchen. Und die eine Seele von diesem Spieler, Saxophonspieler, die sollte eigentlich jetzt oben bleiben, in den anderen Level, wo die von der Erde zurückkommen, die schon ihre Aufgaben erledigt haben. Aber der wollte noch nicht. Und darum ist er dann in dieses Vorzimmer zur Erde, so kann man vielleicht sagen. Diese Zwischenstation, ne? Ja, ist er gekommen. Und da ging es eigentlich so darum. Die kleinen Seelen, da wurden sie darauf trainiert und durften dann erst zur Erde gehen, wenn sie einen zündenden Funken in ihrem Passport da vermerkt haben. Da wurden auch Eigenschaften vermerkt, wie zornig oder was war da? War noch auch irgendwas Witziges, ne? Oder ja, Ja, alle schlaf möglichen schnell ein oder was Eigenschaftskombinationen. gab es? So von kleinen Persönlichkeitsstrukturen. Genau. Und das eine hatte eben noch nicht voll, das war eben alle noch voller, also voll, wie sagt man, gepumpt mit Abwertungen. Ne? Du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nichts und bist Genau. nicht gut genug und lauter solche Sachen. Und das wollte eben halt nicht auf die Erde und hat dann eben über diese Verwechslung oder über diesen Tausch, Verwechslungstausch mit Ja. einer anderen Seele dann das Leben auf der Erde kennengelernt und dann ist doch der Funke übergesprungen, Und bei dem dass es Saxophon. Freude empfinden kann. Genau, und bei dem Saxophonmusiker war es genauso. Der meinte noch nicht, er hätte noch nicht den Höhepunkt seines Lebens. Klavierspieler. Er war eigentlich ein Klavierspieler. Nicht Ja. eigentlich, es war ein Klavierspieler, hast recht. Aber dieser Klavierspieler wollte immer gern berühmt werden und zuletzt war er Musiklehrer und war damit auch so ziemlich unzufrieden, weil sein Vater auch so eine Berühmtheit war. Und als er dann die Nachricht bekam, dass er in einer Band mitspielen soll, just da starb er und ist in solch einen Kanaldeck gefallen und sollte dann zum Himmel. Und das passte ihm nun überhaupt nicht, weil er dachte, jetzt fängt das Leben erst richtig an in der Berühmtheit. Und naja, kam er dann zurück. Das war auch so die Botschaft des Films, wir wollen ja nicht alles verraten. Bekam er nochmal eine Chance, da zurückzugehen. Und da merkte er, dann kam tatsächlich in dieses Trio oder dieses Quintett, dass es eigentlich so viel auch nicht anders war. Ne? Erinnerst du dich noch? Dann Ja, kam er er da hat jetzt sich raus. diesen Tag ganz anders Anders vorgestellt, so vorgestellt, ja. himmelhoch jauchzend. Und dann kommt eben nachher so als Botschaft: Man kann sich so viel über so kleine Dinge freuen, dass das ist der entscheidende Punkt. Nicht der Beruf oder die Berufung, dass man jetzt gern Klavier spielt, sondern dass man sich überhaupt freuen kann oder die Ja, Gabe hat, sich sich zu zu freuen freuen. über Kleines und Großes. Ne? Also über so, Ja. das wird immer so schön gezeigt: dieses kleine Linden, das war eine Linde, ne? Linde, Dieses Linden. Lindenblatt oder man kauft sich am Stand so eine. Von Pizza der Pizzameisterei genießt. und die schmeckt dann so doll, so ganz unterschiedliche Sachen. Das fand ich Ja. schon schön. Das ist mit diesem Fisch, du bellst sowas besser. Das Ja, haben die mit das diesem Fisch also verglichen. diese Aussage ist mir hängen geblieben, so eine Analogie von einem Fisch, der sich beschwert, So beim anderen Fisch, dass genau. er noch nicht im Ozean ist. Und der sagt aber, der Fluss, der gehört doch zum Ozean. Und er wollte aber unbedingt in den Ozean.
Und bis er begriffen, also Dass er schon im Ozean schwimmt dass oder er dass ein wir immer Teil dessen bereits sind. ist, da wo er ist, ne? Genau. Das ist so die große, ja, wie sagen wir, Herausforderung, das, wo man ist, da auch in dem, im Alltag die Freuden wahrzunehmen, ne? Über die Pflanzen, über Gerüche, über ja, die Vielfalt der Möglichkeiten, über die man sich freuen kann. Und das war auch so eine Schlüsselbotschaft zwischen dem Pianisten und seiner Mutter, die sehr schwer zu kämpfen hatte, zum Überleben beizutragen, als der Vater des Pianisten als Künstler eben kaum was verdient hatte und sie halt mit ihrer Schneiderei die Familie über Wasser gehalten hat. Aber letzten Endes hatte er gesagt, sein Leben wäre ohne Sinn gewesen, wenn er nicht Klavier spielen könnte. Und da hat sie dann die Kurve gekriegt und ihm den guten Anzug vermacht, und damit ist er dann halt noch mal aufgetreten Und alle haben und gelacht. hat dann eben ist dann eben zu dieser Erkenntnis kommen, selbst dieser gelungene Konzertauftritt war nicht anders, als wenn er sonst im Sich, Flow war, also genau, im Flow mit und sich im sich im Einklang war. Kleinen und sich so über kleine Dinge freute, dass dieses Gefühl der Freude ist kein Tragend, anders. ja. Man kann sich genau über so ein Blatt freuen, wie schön das ist Wie das tanzt, oder ne, wie oder das tanzt. niederfällt. Oder ich bin ja dann immer für den Löwenzahn, aber das haben wir ja auch schon mehrmals gehabt, den Löwenzahn, wie dann aus dem so eine Pusteblume wird, das zu beobachten. Da wird schon viel Freude angerührt. Ja, oder auch Auch einfach. Wunder, ne? Dieses Staunen können. Ja. Und was mir auch von dem Film noch in Erinnerung geblieben ist, dass dieses Mädchen, was das Saxophon, nee, das Posaunespielen Ja. aufgeben wollte, und sich aber noch mal erinnert hat, naja, sie möchte es noch einmal spielen, und dann kam sie wieder in diese Spielfreude hinein, und Genau. die wurde von diesem Klavierspieler auch anerkannt, Und diese wahrgenommen, und Spielfreude bekam sie aber erst, nachdem sie es nicht mehr mit auf den Noten ablas, sondern aus dem Herzen heraus einfach ihre Freude hinaus posaunte. Denke ich gerade, weil du sagtest Posaune. ja. Ja, das Also ist. diese Herzensfreude, das wünschen wir uns allen, dass die uns wahrnehmbar bleibt. Ja, in dem Sinne, bis zum Baba. nächsten So.